Oh, ja doch, Tannheim da oben ist ganz okay. Ja, 7 Barbaren, komm her. Ein paar Barbaren Reaver ist voll machbar. So, er kommt ja ran. Der ist der Gefährliche da oben. Und da ist noch ein Gefährlicher mit dieser komischen Riesenaxt. Ach, jetzt hört doch auf, immer in meine Reihen rein zu moven, ihr Vollidioten. Ihr seid so schlimm nervig. Ich gehe schon mal dahin, würde ich sagen. Ah, ne, lieber zurück, weil der kommt dann ja noch ran. Sonst kann der mich direkt hauen, das wäre irgendwie doof. Ich meine, es sind 7, ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6 und da ist der 7. drin. Batz. Okay, wir treffen nicht so gut, wie ich gerne gehabt hätte. Oh, nicer Hit. Sehr, sehr schön. Yes, der ist schon mal dead. Der ist schon mal die erste Runde direkt raus. So. Okay, hier trifft man halt gar nichts irgendwie. Ja, sehr gut. Ist der Tillux, macht Work. Wir hätten dann den Hund einsetzen können, wollte ich jetzt aber nicht. Batz. Nicer Hit. Die Barbaren haben gar nicht diese Wir sind zuerst dran Skill benutzt, fällt mir gerade auf. Normalerweise haben wir den Adrenalin-Skill alle. Autsch! Autsch! Okay, die treffen ganz gut. Okay, und der hat hier hinten Bock auf. Das geht. Und ich kann auch ranmoven. Haha. Hier geblieben. Ich setze den mal dahin. Und schieße noch. Und hoffe, dass der Hund nach hinten geht. Der Hund geht natürlich nicht nach hinten. Dammit. Ich dachte, der Hund geht mehr in die Richtung da. So, du musst auf jeden Fall Shield holen. Du wurdest viel zu sehr gehittet. Der ist down. Sehr schön. Hallo. Darf ich nicht hinsetzen. Du gehst mal hier rein. Nimm mal den raus. Den, da nicht getroffen. Schade. Der blutet. Der ist down, der hat Damage gekriegt. Also das ist... Denk an den oben Busch. Ich glaube, ich habe dran gedacht, ja. Sehr schön, von Hund aufgefuttert. Ja, die Speerwehr sind richtig nice. Also der hat halt... Moment, das ist der Njushka. Kurze Erklärung, warum der so stark ist. Da. Der ist eigentlich ein fucking Hunter. Der 2 Sterne Melee-Skill hatte. Ich habe nie Rage-Skill gelevelt. Der hat mit 60 Rage-Skill gestartet und hatte halt Melee-Skill und Hitpoints und Fatigue. Und dachte mir so, okay. Du wirst halt einfach, du wirfst die Leute ab und wenn leer ist, Angriff. That's it. Deswegen ist er so stark. Geh du mal da hoch, du hilfst dann damit. Aber ja. Der kann ordentlich zu lang. Du kannst, glaube ich, mal inzwischen mit hier nach hinten gehen, um damit zu helfen gegen den. Genauso du. Du gehst nochmal hinten mit nach vorne. Attacken! Ein Stunden Sportstream beigetragen. Ja, das hast du natürlich nur, wenn du live im Stream dabei bist, ne? So.
Kann ich von hier? Ne, von hier kann ich das angreifen. Das heißt, ich komme nicht ran. Dann gehe ich hier oben mit hin. Ich weiß, du hast ein Limit von Twitch aus, wie viel du pro Stream, glaube ich, beitragen darfst. Das kann ich auch nicht einstellen. Das ist ein Twitch-Limit. Sehr schön. Okay, sie wird zuerst dran sein. Diesmal hat das eingesetzt. Ich denke schon, da ich sturmfrei habe. Also Lumi ist bis Montag oder Dienstag beim, also meine Freundin, beim Fasching. Und da ich keinen Bock auf Fasching habe, habe ich sturmfrei. Von daher denke ich, dass ich morgen auch streamen werde. Ich hatte auf Discord übrigens gefragt, falls irgendjemand Lust hat, off-stream morgen wahrscheinlich ein bisschen irgendwie so Community-Games zu machen oder sowas. Hat ein paar Sachen im Discord vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht, Ricky, ob du Zeit oder Lust hast. Oder ob du lieber lernen willst oder lernen musst, besser gesagt. Ja. Peaks! Kann ich da drüber werfen ohne jemanden? Nee, ich muss hier eins runtergehen und dann kann ich das werfen. Batz! Abgeworfen. Nice. Sind die Sachen irgendwas wert? Die sind was? Die nicht, aber die Waffen sind was wert. Two-Handed Skullhammer. Okay. Give me. Ansonsten muss ich heute tatsächlich noch ein bisschen was machen. Was so. Ich muss mal überlegen, was ich vielleicht einkaufe. Ich muss noch mal ein bisschen sauber machen. Ich habe das Bad vor mir, was ich seit viel zu langer Zeit nicht mehr gemacht habe. Also im Sinne von Staub gewischt und so. Die Wassersachen habe ich schon sauber gemacht, aber ich bin immer ein bisschen faul, was die Staubsachen angeht. Nochmal Brigands. Haben wir jemanden, den wir hier austauschen wollen? Wir haben auf jeden Fall hier noch ein Level-Up, den wir vielleicht noch mitnehmen wollen, bevor wir hier irgendwas machen. Ich brauche das sortiert. Du bist Battleforge-Tank, I guess? Defense, yes. Erschöpfung. Bisschen Melee-Skill, das war ein bisschen was hidden. Das heißt aber, du kriegst Student für schneller Leveln. Jetzt könnten wir halt Sono wechseln gegen jemanden, der verletzt ist wie Felix. Der aber gar nicht viel verletzt ist und deutlich besser hittet. Hm. Okay, die Brigands haben eh keinen Bock auf uns. Ein paar Marksmen und Raider, das macht... Sons of Winter kommt da. Ah, nicht Son of Fell. Mathe ist wichtig und ich muss lernen, aber dafür finde ich morgen bestimmt Zeit. Einkaufen habe ich hinter mir inklusive Kochen, wobei wir machen gleich los, haben heute Kochkurs. Okay. Kochkurs habe ich noch nie gemacht. Oh, wow. Wir haben für 284 gekauft, können wir für 264 verkaufen. Das ist ja gar nichts. Mir fällt gerade auf, wir müssen das noch reparieren, die Sachen hier. Das ist ja absolut nichts. Minus 11. Minus 11 ist echt viel. Für 145, würde ich sagen. Ist hier ein Weaponsmith, ein Armorer? Ne, wir gehen einfach weiter. Hast du Mathe 1, 2 oder 3? Ist auch mein erster und ich denke, ich kann das ganz gut. Geht eher um Horizonterweiterung. Achso. Ja. Da habe ich letztens gesehen, gibt es was ganz Witziges. Es gibt jetzt eine KI, wo du eingeben kannst, was du da hast, die dir daraus ein Rezept generiert. Und da kommen weirde Sachen raus. Alexi Bexi hat so ein bisschen ein KI-Video gemacht und da war das zum Beispiel drin. Der hat irgendwie eingeben, ich glaube Nudeln, Cola, Orangensaft, ein bisschen Tomatenmark und er hat wirklich was daraus gemacht. Guck mal bei Alexi Bexi auf YouTube rein, der hat dazu ein Video gemacht, wo es drin ist. Es hat wohl sogar ganz okay geschmeckt. Obwohl es echt weird war, was zusammengekocht wurde. So, wir warten mal kurz auf den nächsten Tag, wegen Handeln und so. Deswegen, ich weiß nicht genau wo und wie es heißt, aber es gibt es auf jeden Fall schon. Es gibt's schon. Ein Tempel brauchen wir nicht, weil wir uns gerade nicht verletzen. 100... Pff, Alter, warum ist ja alles am Arsch? Es ist ja eine Katastrophe. Well supplied my ass. Und nicht mal gute Sachen hier unten. Ach. Ja, Unholde und Missing Children ist halt übelste Sorte schlecht.
170 plus 690. Hunter und Unholz. Das kann doch eigentlich nur ein Unholz sein. Oder? Das kann doch eigentlich nur ein Unholz sein. Around Tannheim. Gehen auch zwei, aber bei dem Preis? Bei gerade mal 800? Frage ist, wo es halt ist, ne? Wahrscheinlich hier unten im Wald oder so? Da sind sie, das sind drei. Okay. Ne? We fucked it up, aber wir können in Bergen kämpfen. Das schlecht. Das nicht gut. Ich habe übrigens noch nie Unholde bekämpft. Ich hoffe, ich überlebe das ordentlich. Also es ist jetzt gerade wieder First Time. First Time, First Try und so. Wer bist du? Du bist Xili. Wir wollen eigentlich lieber Sotilux davor gehen lassen. Das ist eine gute Stelle, glaube ich, zum Halten. Dahin wollen wir mit ihm. Sotilux wollen wir hier reinstellen, ne? Oder hier oben. Das weiß ich gerade nicht. Dich wollen wir eigentlich schon in die Mitte stellen, wegen dem Resolve. Eigentlich wollen wir dich, glaube ich, hier reinstellen. Ja, okay, das war nicht so smart. Dann ist natürlich die Spear wohl komplett für den Arsch. Hit, das ist gut. Da müssen wir doch jetzt vorwärts gehen, ne? Ob wir wollen oder nicht. Wo war das nochmal eine Runde? Du auch. Hunde mit Overwhelm wäre geil. Muss ich mal so sagen. Wo geht's denn hier hoch? Da geht's hoch, wo er gerade steht, ne? Dann machen wir das nochmal. Schießen dürfen wir dann aber nicht. Oh, ja gut, er hält den da unten auf. Und er trifft nicht. Das ist gut. Oh, das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Kann ich dich noch schubsen? Kann ich. No! Wait a second. Ah, das steht ja nicht drin. Ah, das steht ja nicht drin. Du kriegst sie nicht weggeschubst, kann das sein? Du kannst sie niemals wegschubsen. Okay. Das ist natürlich ein Problem für ihn, ne? Müssen wir den hier runter fokussen. Und für ihn auch, ey, boah. Also wenn er dran ist, kann er wieder raus. Ich müsste halt, ich bräuchte einen Stunner gegen die. Gegen die hätte ich einen Stunner gebraucht. Und jetzt kommt mein Sotilux nicht mehr ran. Der ist schlecht, weil der kann nämlich ordentlich... ordentlich reinhelfen. Okay, der bietet sich da unten an. Overwhelm ist gut. Overwhelm ist sehr, sehr gut. Mit dem müssen wir mal kurz gucken. Du kannst... Boah, nee. Du bleibst erstmal stehen. Nochmal Overwhelm. Sehr gut. Au. Na gut, dann bin ich weg. Das ist auch nice. Und der Hund macht schon wieder sehr gute Arbeit. Nice! Nummer 1 ist tot. Nummer 1 haben wir. Ja, ich kann hier wahrscheinlich nicht mehr mit allen fighten. Von daher wird Xeli, denke ich mal, mit hier runtergehen. Und noch einen Hund freilassen. Die Hunde wären da unten halt
den beschäftigen. Und Sir Tillux macht mit. Hier darf ich nicht hinschlagen. Du musst hier rein. Wenn da jetzt ein Hund drauf geht, ist halt so. Das nehmen wir jetzt hin. Warum gehst du denn da unten hin, Hundi? Das ist jetzt nicht so smart. Sind wir mal ehrlich, das ist nicht so smart. Der rennt übrigens schon hier oben, der Unhold, ne? Und bei dem können wir auch keine Verletzungen verursachen. Xan, rein da. Aber du kannst werfen hier oben, oder? Yes, gut. So, noch ein Unhold down. Der rennt auch. Ja, geil. Ohne irgendwelche Verluste nennenswert. Finde ich gut. Nee, nee. Run them down. Der verteilt sich ja nicht mehr. Also Unholde sind wenig gefährlich. Könnte daran liegen, dass ein Hund den halt hier unten komplett aufgehalten hat und damit 50% weniger Unholde im Kampf waren. So ungefähr. Könnte daran gelegen haben. Aber es ist nur so ein Gefühl. Ja, ihr seid jetzt alle jetzt da oben irgendwie sonst wie beschäftigt. Na, ja, jetzt hast du leider keine Wurfgeschosse mehr. Du wärst aber sehr, sehr gut gewesen. Wir swarmen ihn. Und Sir Tillux gönnt sich den Kill. Das ist schon krass. Guck mal, 66 zu 134. Einfach nur, weil es ein Kill ist. Das ist einfach 60 XP für so einen Kill. Ja, die Sachen. Unholz Hard. Deformed Valuables. Okay. Das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Essen haben wir aktuell, glaube ich, genug. No, jetzt habe ich das aus Versehen E-Auto geautolootet. Ja, gut. Dann müssen wir das eh wieder verkaufen. Also, Ricky, zum Thema nimmst du das mit? Ich autoloote es ja sowieso. Und dann ist es auch irgendwie wurscht. Dann muss ich es halt dran denken, hier zu verkaufen. 214. Ihr wollt irgendwie keine Ember Shards kaufen, ihr Schweine. Aber ihr habt generell, wollt ihr nichts kaufen gerade. Wir müssen irgendwie wieder zum Crafter gehen. Wir haben gar keine... Hier gibt es Missing Children, aber keine Quest dazu. Crushed Finger. Ah, ein kaputter Finger, Sonix, das hältst du aus. Das hältst du aus. Wie jetzt nach Orkner wegen den Ember Shards? Oder ich guck mal nach Erzfeste. Wegen den Ember Shards. Also die Unholde, mir ist das schon ein bisschen passiert, dass ich einfach gar nicht gelootet habe. Richtig sad. Mein Finger ist putt, ja. Aber deswegen habe ich doch Autoloot an. Dann lootest du auch automatisch alles, was reinpasst. Okay, 33. Okay, also wir kriegen sie nicht gut los. Deswegen nehmen wir das hier. 18, ja, whatever. Die Rüstung kriegen wir dann los. Es ist eh nicht so viel wert hier. Weg damit. Two-Handed. Das ist halt Shield Damage of 26. 160% Effective Against Armor. Also sie hat ein Base Damage, der ziemlich niedrig ist. Für eine Zweihandwaffe mit 45 bis 65, aber. Ne? Aber hat halt eine. So krasse Effizienz, hat eher ein Hammer als eine Axt. Aber das steht doch als Hammer, ich bin blöd. Ist auch ein Skullhammer, ich Vollidiot. Ach Mann. Haben wir hier eigentlich Armorer, Training Hall. Wir müssten mal gucken, wo wir ein Taxidermist haben. Ist das hier oben? Da oben können wir craften. Okay, dann gehe ich mal dahin, glaube ich. Dann gucken wir nochmal bei Westerholz vorbei. Let's go. Wir wollten hier... Nein. Wir wollten hier den Sergeant haben. Hire. Damit die Leute entspannt bleiben, wenn ich sie nicht einsetze. Damit die sich nicht so sehr darüber beschweren. So, Taxidermist. Was?
Apothecary's Miracle, a powerful remedy against many common illnesses and diseases, to reduce inflammation and to support the body's natural healing. Carriers treated with this drug will recover faster from injuries, just like if they've been treated by a temple. Unhold Herzen und Mysterious Herbs. Lol. Zwei Sachen, ne? 1000 Wert und 1100 Wert und 1600 Wert wird zu einem Ding, was 450 wert ist. Fermentiertes Unhold Herz. Once a delicacy for barbarian kings of the north who wish to embolden their fermented Unhold Hearts taste distinctively awful. Wow. Heavy Wardog Armor. Oh. Unholdheit. Heavy Wardog Armor. Da sehe ich uns, glaube ich, so ein bisschen. Was haben wir hier noch? Iron Will Potion. Not affected by non-permanent injuries, new or old. A drink to numb the pain and get the juices flowing. Expect a major burning sensation in your throat. Drink responsibly. Lasts for the next battle. Okay. Large Quiver of Bowls. 14. Das ist auch geil. Reinforced Throwing Net. A net used to throw over a target in order to have the root is destroyed and your chance to break free is reduced by minus 15. Second Wind Potion. Plus 4 Fatigue Recovery Pattern. Alter. Scheiße, Mann. Also die Heavy Wardog Armor würde ich, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen. Die craften wir mal. Das könnte halt, wenn du in der Wildnis bist, ist das ein ziemlich geiles Ding, glaube ich. Dass du halt quasi einen mobilen Tempel dabei hast. Die anderen Sachen wirken nicht so krass geil. Wobei, außer das hier, Recovery per Turn. Illustrious champion returns. Our champion! Welcome home! Welcome home! Dankeschön, Dankeschön, Ricky. Im zweiten Monat. Ne, dritter Monat und im zweiten fortlaufenden. Wunderschön, danke. Ja, genau das. Nichts anderes. To the Hamlet. Wir craften das mal. Und ob ich das Reinforced Throwing Net machen will, das habe ich nur für einen Zweck und ich glaube, die Alps befreien sich nicht aus Netzen. Von daher ist mir das dann, glaube ich, wurscht. Also werde ich kein Reinforced Throwing Net machen. Eine Iron Will Potion. Das ist einfach keinen Effekt mehr auf. Boah, Verletzungen haben. Also nicht permanente Verletzungen haben keinen Effekt mehr. Das kann schon geil sein. Ja, ich weiß. Sie versuchen es halt gar nicht. Ich brauche kein verstärktes Netz, was das Befreien schwerer macht, wenn ich die Netze nur einsetzen will gegen Alps, die sich sowieso nicht befreien. Also die es gar nicht versuchen, sich zu befreien. Deswegen. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Das ist so wenig wert und du verbrauchst Wein und das Herz. Das ist, kannst doch nur irgendwie für eine Quest oder ein Geschenk oder so für irgendwas benutzen, oder? Ja. Und auch eine Wardog Armor brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Aber wir haben jetzt ein bisschen was gecraftet. Ein bisschen was gecraftet. Wie ist denn hier der Preis zum Verkaufen? 12. Nee, dann nicht. Was habt ihr hier für eine Aufgabe? 800. Hand Down with Terrorizer. Das kann eigentlich auch nicht so viel sein. Dann müssen doch die Preise wieder in Ordnung sein. Let's go. Moment, geht's meinen Leuten schlecht? Nee, ne? Ja, nur Sonics ein bisschen. Alle anderen sind voll dabei. Das ist vollkommen fein. Accept this contract. So, da sind die Spuren. Let's go. Wollte gerade sagen, die hören wieder auf. Dann direkt daneben. Das wäre weird. Es geht in den Sumpf rein. 21 Nacht... 21 Nachtseherer? Bei Nacht, Nachtseherer hätte ich jetzt wenig Bock drauf. Verfolgen die mich? Die verfolgen mich, ne? Die müssen wir hier ein bisschen langsamer machen. Es sind nicht nur die einfachen. Es sind nicht nur die einfachen. Es gibt die Stufe 2. Mindestens einer dabei. Wir versuchen es mal. Let's go.
Also hier ist sogar Stufe 3 zu sehen, glaube ich. Also werden viele einfacher sein, ja. Die muss ich aber in meiner Nähe platt machen, weil sonst habe ich ja ein Problem. Dass sie sich hochfressen. Bis jetzt nur einfacher. Halt tonnenweise. 21 ist halt... Wir brauchen die Hunde. Die Hunde können die Plätze einnehmen tatsächlich dann. Aber die kann ich nicht steuern. Alter. Das dauert ja ewig, bis die was machen. Bis ich mal dran bin. Okay, bis jetzt aber nur die einfachen gesehen. Sind das alle 21? 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Also okay, wir haben nur die einfachen. Wir werden das auf jeden Fall einnehmen. Und direkt mal da einen Schuss hin machen. Das heißt, wir müssen aber auch hier hin. Nicht mit Ben. Und auch nicht mit Ricky wahrscheinlich. Sotilux wird hier hingehen, würde ich sagen. Mich zum Kochkurs bis morgen, Ben, und halt durch. Ich hoffe, ich halt durch. Nicht, dass du mich jetzt allein lässt oder stirbt mir alles weg. No. So. Felix könnte es auch machen. Felix, du kannst mal da hingehen. No, ich hab F gedrückt. Ich sollte aufhören, F zu drücken über random Leute. Schön mal schön anhitten, die Leute. Und Sotilux, du musst da rein. Und dem eine geben. Wir haben mich halt komplett swarmen, die Leute. So, jetzt darf ich Sachen töten, würde ich sagen. Peaks. Peaks. Das ist gut. Das hält mir ein paar Leute vom Leib. Okay, die haben hier oben keinen Bock. Dann kann ich hier oben vorwärts laufen, würde ich sagen. Mit meinen Jungs. Das ist so ein bisschen wie so ein Wassertropfen rumschieben. Kennt ihr noch irgendjemand Liquid Wars oder sowas? Das war so ein ganz altes Free-to-Play-Spiel. So fühlt sich das gerade an mit den Gegnern hier. Okay, der muss sterben. Und der auch. Also ihr müsst hier unten, muss ich halt verteidigen. Hund. Okay. Schade. So, wir müssen hier mit dem Hund rumlaufen. Wir müssen kurz warten, bis er hier weg ist. Wir laufen, glaube ich, mit ihm auch mit dem Hund weiter rum. Mit Ricky. Das ist schlecht gelaufen. Ich hätte den Hund befreien, hinstellen können. Ich habe hier nur noch eine Leiche frei aktuell. Das ist okay. Problem an der Menge ist, dass die halt die Leichen relativ... Irgendeiner kommt halt immer zur Leiche durch, sage ich mal. Was halt das Problem ist, wenn man so viele Gegner hat. Ja, der zum Beispiel. Ah, der frisst aber gar nicht, hat keine AP mehr fürs Fressen gehabt. Das ist sehr, sehr gut. Action Economy und sowas, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt sehr schlecht da oben. Wir müssen schnell ein paar Leute rausnehmen. Oh, der hat ihn nicht gekillt. Sehr gut. Das wäre nämlich schlecht gewesen, wenn er den killt, wenn die noch dran sind. Müssen die zwischen uns killen im Zweifel erstmal. Weil da kommen sie auch schlechter ran, die wieder ranzuholen. Den hier zum Beispiel.
Sehr gut. Okay, jetzt rennt die Hälfte von denen. Holy shit! Die haben ja gar keinen Bock mehr. Wer ist dran? Der. Die haben ja absolut keine Lust mehr. Du bist dran. Ihr rennt alle. Das heißt, ich muss dich nur machen. Jetzt rennst du auch. Schade. Müssen wir ein bisschen gucken, nicht, dass die von hinten dann da reinziehen, ne? Das dürfen wir nicht ganz vergessen. Wir müssen eine ordentliche Front aufbauen, dass sie da nicht einfach reinkommen. Und euch da oben muss ich irgendwie mal zu Hilfe kommen. Wobei halt nur noch irgendwie gefühlt 5 von den Gegnern kämpfen wollen. Was relativ angenehm ist, natürlich. Zu Hilfe! Da drauf stellen, damit er nicht irgendwie komische Ideen hat. So, noch einen Hund einsetzen. Der noch ein paar Leute fressen kann. Rotfeder kann den da oben übernehmen, würde ich sagen. Xeli kann auch ein Stück mitmachen. Sehr gut. Hallo. Du hast nichts mehr zum Werfen, dann wechseln wir wieder. Die übliche Taktik und so. Der rennt. Geh auf dich. Jawohl. Jawohl. Alter Vater. Ja, 3 Leute geköpft die Runde. Ihr habt ja gar keine Chance. Lol. Okay, ihr macht da oben, macht ein bisschen Damage. Den gebe ich euch. Aber jetzt rennt ihr alle. Geil. Und die Hunde kriegen euch, hoffentlich. Vielleicht sogar, die Hunde sind nämlich schneller am Laufen als die, aber die sind sehr weit weg schon. Aber wir haben übel viel geschnetzelt gerade. Und sind echt gut da durchgekommen. RNG war uns sehr hold gerade. So, Tilux ist immer ein bisschen spät dran gefühlt. Ja, it's over. Bevor wir jetzt wieder noch einen verlieren, weil wir die... Ja, nice, nice, nice. Und die Jacked Fangs. Ja, das war entspannt. Das war entspannt. Langsam kommen wir auf den grünen Zweig. Das fühlt sich gut an. Hier, wir haben ein Ben-Level up. Das heißt, der wird... Achso, der war der Lone Wolver, ne? +2 ist halt... Ja, wir haben 2 oder 3 als Wahl, ne? Also... Aber hier +4, das ist geil. Ich will ihn eigentlich häufig rankommen lassen, von daher... Ini... Und +3. So. Und dann kriegt er auch noch Dodge. Zack. Dessen Rüstung wurden zerkaut hier. Von einem von euch hier oben, oder? 62. Was? Das, hier 28. Ben, deine Rüstung wird zerkaut. Wir tauschen dich aus. Mit Sono. Sono darf auch mal in eine Runde fighten. Gib mir die 800 Kronen. Nice. So, jetzt können wir nämlich auch Holz ordentlich kaufen. Geil, geil, geil. Money! Achso, wir haben die Wardog Armor noch gar nicht benutzt. Wir hatten hier einen guten Wardog, der an der Front ist. Hier, du hast den krassen Wardog. Da. Müsste ja eigentlich... Moment. Das wird vernichtet, wenn ich das tausche? Ergibt für mich keinen Sinn. Aber okay. Wenn ihr das so seht, dann wird es wohl vernichtet, wenn man das tauscht. Das ist eine 17er. Ja, das ist doof, aber Essen. Essen ist guter Punkt.
Und der Rest ist irgendwie nicht so geil, den wir hier haben. Nochmal Taxi an Gegengift kann ich damit machen. Sonst nichts Spannendes. Frage ist, will ich wirklich noch gucken, ob ich den absoluten Insane-Typen krieg vielleicht? Ulrich. Ja. Wenn er nicht so übel low-gerollt wäre. Ja, aber der ist auch nicht begeisternd. Drunkard, greedy, demands more money. Low-roll, also Skills bin ich jetzt gerade. Defense ist ein bisschen, HP nicht so geil. Ja, nee, irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Ich brauche theoretisch noch einen... Ich wollte gerade, ich brauche noch einen Range-Shooter, aber der wird es ja wohl nicht sein. Fuck off. Melee-Damage ist kein Problem. Der hat 10 Melee-Defense auf Level 1. Er trifft weniger die eigenen Leute. Er hat 3 Sterne im Skill. Das heißt, er kriegt nämlich 4 bis 5. Das heißt, er kommt auf über 90, wenn wir es immer nehmen. Alter, what? Er kann übel hohe Ini nehmen für Dodge. Ja, das ist halt... So, der random Dude vor dem Herrn. 8 Sterne. Gustav, Alter. Der das von seinen Eltern gelernt hat. The Fletcher and Bowyer sadly sold a bow to a young boy which led to a horrible arrow-related accident. After much debate, he was no longer wanted in town. Now Gustav rests in the company of the very man he used to supply. Der fängt mit 10 Melee-Defense an. Und der Melee-Damage ist uns egal, wenn der auf Ranged geht. Und er kriegt, glaube ich, immer 4 bis 5. In 3 Level, 4 Level hat er Mitte 60er-Skill. Dann trifft er schon ordentlich. Alter! Fuck! Aber der kostet halt 900. Nee, der ist mir zu... Also, ja, der hat geile Skills, aber der ist mir doch ein bisschen zu teuer. Dafür, dass ich gerade wenig... Also, ich habe nicht mehr so krass viel Geld. Ich muss ein bisschen aufs Geld achten. Ich habe sehr viel gekauft inzwischen. Und ich glaube, man kann mit höheren Base-Werten trotzdem immer noch gute Dingens kriegen. Jetzt gar keinen. Okay. Ich hoffe, dass unten kriege ich mehr als 228. Wir könnten hier mal die Sachen... Wie viel ist der Verkaufswert hier? 18. Nee, wir gehen weiter nach Süden, würde ich sagen. Und irgendwas kaufen so direkt. Nee, brauchen wir eigentlich auch nicht. Dafür ist alles ein bisschen zu teuer. Armorer. Wir haben gerade nicht so viel Geld. Von daher lohnt es sich nicht, da reinzugucken. Uns fehlt da die nächste Quest. Haben wir vielleicht ein Filzmoos irgendwie? Eine Bring was nach Bergau-Quest oder Himmelsdorf hat man, glaube ich, schon mal. Das wäre geil. Wie wär's? Hier sind auf jeden Fall gerade Hexenverbrennung. Alles klar. 900. Stain, Filz, Material, Filzmus, Firstborn, Sun. Für 900 ist es wahrscheinlich nicht so schlimm. 200 waren es. 700, wenn der Job ist dann. Obtain Promise, Fumble, and Overtune, Masgrave. Das ist ein Untoten-Ding. Da würde ich, glaube ich, lieber das Hexending machen. Aber bei Hexe ist immer ein bisschen schwierig. Da müssen wir mal kurz saven. Weil, ne, das ist ein One-Star, 900 Kronen Hexenquest. Das sollte eigentlich okay sein. So, encamped, let's go. Bit of Riches, the fallen star has been taken by the Northern Crusaders. Ja, okay, das ist mir wurscht. A brother idling the time away, banner about women and witches alike, and if they are any really significant at all, Sonics hold his hand out. Now, in all seriousness, also Sonics, I've heard tales of these wenches. They can put a hex on you to make you see things. They make you sign blood packs, and if you don't pay, they'll cut your kneecaps out and use them for divination.
Hell, when I was a child, my neighbor made a deal with one, and then he disappeared. I later saw a mysterious woman walking around with a fresh skull being used for lantern. Felix, not something incredible, but does anybody know what a witch does? Stay focused, lads. Da kommt die Witch. Let's go. Oh, im Wald. Das bitte. Und den müssen wir beschützen. Fuck! Das ist schlecht. Kriegen wir den mal raus. Da ist die Witch, die wollen wir haben. Es sind noch nur drei Gegner, also es ist er und noch zwei weitere Gegner. Es sind nicht viele Gegner. Das heißt, ja, du müsstest schon eigentlich tanken können. Dich wollen wir nicht, du machst einfach mal so. So. Irgendwo läuft noch jemand rum. Irgendwas anderes läuft noch durch die Gegend. Dich wollen wir eigentlich nicht dahin schubsen, weil dann blockierst du den kompletten Durchgang. Das heißt, wir wollen dich auch hier unten mit haben. Der Hund wird auf ihn gehen. Das ist das Problem. Da habe ich halt wenig Lust drauf. Das ist schlecht. Das ist doppelt und triple schlecht gerade. Da müssen wir uns mal verteidigen mit Sonics. Man muss ihn nur aufhalten. Irgendwann hört es ja wieder auf. Okay, du gehst mal von den Leuten weg. Oh, shit, der hat einen Speer, ne? Das ist halt das Fiese. Oh! What? Da ist ein fucking Schrat! Alter, what the fuck? Das ist ein fucking Schrat, Mann! Alter, Scheiße! Ja, vielleicht stimmt jetzt ein Hund, um gegen ihn zu halten. Du kannst da erstmal bleiben, glaube ich. Okay, das hat nicht funktioniert, sehr gut. Jean kriegt sie nicht gecharmt. So, der ist halt ein Problem, ne? Der wird jetzt nach unten kommen, denke ich. Oh ne, der geht die echt beschützen, ne? Oh, der arme Hund. Okay, wir haben keinen mehr, der gecharmt ist. Sehr gut. Aber den Schrat kriegen wir total nicht weg und der blockiert jetzt komplett den Durchgang hier. Wir müssten... Oh, fuck, Alter. Wir haben nicht mal einen Highground gegen den. Wir müssen halt übel außen rum. Mal gucken, dass das. Ja, der geht ja außen rum. Der gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der geht außen rum. Das ist nice. Puh, wie komme ich denn jetzt hier durch? Okay, der wird... Das ist nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Ich will mit dem nicht in den Nahkampf. Du bleibst da. Ja, Hund, sehr wohl. Ach so, ja, der beißt aber noch nicht zu. Ja, ich vermute, ich werde einen Hund verlieren. In der Runde. Immer dieser Sonics, ja, ne? Immer dieser Sonics. 44, ich könnte einen Hund treffen. Ich habe die Hexe getroffen. Hab nur leider einen von mir damit ganz schön in Bedrängnis gebracht. Kann ich einen Schrat wegschieben? Nein. Okay, haben wir das mal kurz geklärt. Der hat er leider jetzt Highground, ey.
Und Schrate, es dauert halt ewig, die ihn kaputt zu machen. So ein Schrat. Der Hund wird gleich sterben, dann kann er schon mal positionieren. Oder wir nehmen halt Sir Tillux. Na scheiße, das war die falsche Richtung, da wollte ich gar nicht hin. Nee, du bleibst da unten. Okay, nicht mehr verhext. Nice! Unser Hexenjäger Sonics, Alter. Hexe down. Nur halt den scheiß Schrat noch machen. Nee, ich bleib mal kurz hier stehen, damit man über dich drüber laufen kann. Du wartest, weil ich glaube, wie gesagt, dass der Hund bald draufgehen wird. Der Schrat kann, glaube ich, immer so ein Zweier-Reichweite attacken, ne? Oh, da ist noch eine. Da ist noch ein Platz gewesen. Huch! Das habe ich gar nicht gesehen. Kommen Sie ran. Der Hund lebt immer noch. Fuck! Dann entspann dich, Sir Tillux. Du bleibst da. Du hast gerade... Die Hexe ist tot, weil du dir zweimal ins Gesicht geschossen hast, einfach mit deiner Armbrust. Das hast du verpasst. Du bist einfach unser Hexenjäger. Übelste Sorte. Overwhelm ist sehr geil, da triffst du nämlich nicht mehr. Ja, du bist irgendwie da hinten dran und... Paff. Wir packen mal noch den Hund aus, für den Fall, dass das irgendwie sich was ergibt. Aber hier sind halt echt wenig Optionen. Jetzt Hänsel der Hexenjäger. Aber da weiß ich nicht mehr, dass du das bist. Wenn ich dich Hänsel der Hexenjäger nenne. Den Hund würde ich gerne rausswitchen. Also... Der stirbt halt und bringt uns nicht so viel, wo er gerade hier rumlummelt. Sonics bleibt. Wir müssen ihn halt erstmal kaputt klöppeln. Das dauert einen Moment. Der schießt halt immer mal in alle möglichen Richtungen. Leider hat der Hund auch den High Ground genommen. Und das ist immer so, das Schild von ihm für einen Damage. Das Schild hat er nur, glaube ich, fast unendlich Leben. Der Hund ist echt schlecht. Da wollte ich hin. Genau dahin wollte ich mit den Leuten. Ach Mann. Tja. Puff. Ja. Nö, wir knüppeln jetzt halt auf ihn ein. Der muss halt hier rum, der kann er von hier aus attacken. Er hat bis jetzt noch wenig gehittet, der Schrat, muss ich mal so sagen. Ja, 6 und 9 Damage, aber der hat gefühlt 200 Leben, ey. Wir haben gerade 4 Damage gemacht, wir haben nicht mehr gesehen, dass sich was geändert hat. Nee. Hey, das waren 16 Damage, wuhu! Einmal werfen kann ich, glaube ich, noch. Ist halt nichts mehr zum Werfen. Ja, jetzt haben wir halt... Nö, Probleme mit... Er hat immer noch nicht getroffen. Also das ist gut für uns. Weil ich glaube, wenn der trifft, ist das ziemlich eklig gewesen. Dass er überhaupt noch charmt, dass wenn die Hexe tot ist. Voll doof. Ergibt ja gar keinen Sinn. Du wartest, du kannst pieksen, du kannst hauen, du bleibst da oben, schön, du kannst nichts machen,
könntest halt versuchen rauszugehen, aber ich glaube, dann hittet der. Ich glaube, der hat einen Melee. Das hat null Ausdauer. So, jetzt haben wir den zweiten Rangy in Reichweite. Das meine ich mit, wenn er hittet, ist halt übel. Vielleicht müssen wir uns dann lieber zu Dame hinstellen, den Sonics. Aber jetzt hat, glaube ich, schon eine Verletzung, oder? Wie geht's denn Sonics? Ja, maximal Fatigue-Verletzung ist ja nicht so schlimm, oder? Also, du bist dran. Wir gehen mal dahin. Mit dem, weil der eh nichts machen kann. Ja, ein bisschen. Nur so minimal. Nee, du rappst da auch. Der hat den Hund nicht mehr angegriffen, ne? Weil niemand dahinter steht. Der kann immer so eine Reihe angreifen. Hat nicht mehr gemacht, weil er den Hund halt dort hatte. 15 Damage. Nice. Da waren 20. Ja. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Damit du nicht mehr gehittet wirst. Au. Au, I guess. Nur können wir uns hier hinstellen, damit er woanders drauf schießt vielleicht. So, dann schießt nämlich da nicht mehr drauf, weil er nur noch einen hitten kann. Würde ich sagen. Komm schon, stirb, du böse Schrat. Yes! Also die brauchen einfach nur Ewigkeiten. Jadebrosche, Ancient Ember. Heart of the Forest. A thorny plant part resembling a shape of a human heart. Okay, das wieder geile Crafting-Materialien gekriegt. Geile Crafting-Materialien. Also, dass es da 900 gab, ist absolute Frechheit. Absolute Frechheit. Was ist denn jetzt euer Preis? 18 Grad mal. Das ist aber nicht so viel, wie ich gerne hätte, Leute. Wie wäre es denn mit mehr? Moment mal, wir haben hier unten, glaube ich, noch Sachen, die wir wirklich nur verkaufen können, ne? Ja, genau. Was ist das? Das kann auch nicht zum Craften benutzt werden. Das auch nicht. Und das auch nicht. Aber die können wir auch nicht zum Craften benutzen. Ups. Ja gut, dass ich die ganze Zeit mit rumschleppe. Das hat irgendwie 20 Stunden. Oh Mann, ey. Ich weiß, ich war der Preis bei 18 nur, aber das ist trotzdem okay. So, wir geben erstmal einen aus. Rotfeder, ein Level Up. Dein Plan ist Battleforge. Das heißt, du brauchst. Warum denn nur zwei Fatigue, Mann? Du brauchst Defense, du brauchst Fatigue. Du brauchst HP, I guess. Alter Falter, warum denn nur zwei Fatigue? Dann würde ich sagen, kriegst du vier Sam, weil du mit dem Speer ja auch ab und zu mal zuhaust. Und triffst vor allen Dingen. Ja, würde ich sagen, vier Sam. Ach ne, hier, Brawny hast du noch nicht. Let's go, das sind fast 10, also das sind 8 Fatigue mehr gewesen. Sehr gut. So, Xan hat ein Level Up. Xan sollte... Ist eine gute Frage, was Xan werden sollte. Auf jeden Fall Defense, weil ich glaube, der sollte sich. Der sollte, glaube ich, ein Zweihänder Lone Wolf werden. Würde ich sagen. Dodge dann wahrscheinlich nicht, sondern eher. Ja, so schnell zuschlagen. Genau, das war die Idee. Der wird nicht so gut in der Verteidigung sein, aber er wird so gut treffen, hoffentlich. Mit seinem Zweihandwaffe, mit Lone Wolf, dass er die Leute schneller tötet, als sie ihn töten. That's the whole spirit. Deswegen auch Battleforged. Das heißt, er braucht auf jeden Fall Brawny und Shield. Nee, Shield Expert nicht, aber auf jeden Fall Brawny, weil er die richtig schweren Rüstungen dann kriegen wird. Brauche ich jetzt aber noch nicht. Gifted dann? Ja, er braucht auf jeden Fall Brawny. Dann nehme ich, glaube ich, erstmal Brawny mit.
Dann könnte er jetzt auch die schweren Rüstungen tragen, tatsächlich mit minus 12. Hat er schon, die 110er. Eine stärkere habe ich gerade nicht. Er könnte einen stärkeren Helm kriegen, 140. Let's go. Die geht's nicht so gut, wir tauschen dich mal aus. Ricky, da, du hast ordentlich was ins Gesicht gekriegt von dem fucking laufenden Baum, ey. So. Spirits sollten ab sein. Ja. Das ist günstig. Muni nehmen wir mit. Ja, also haben die Sachen hier verkauft gerade. Ein Fletcher. Wir haben keinen Bogendude dabei. Deswegen brauchen wir nicht 3000 für einen Warbow ausgeben, wenn wir keinen haben, der ihn aktuell benutzen kann. Das wäre Quatsch. Was war hier der zweite Quest? Untote töten. Unangenehm. Witch Hunter. Die sind halt teuer, aber die können, glaube ich, auch insane gut sein. Ja, yeah, was hat er für Trades? Gegen schon Greenskins sind auch Goblins, oder? Night Owl plus Vision in Nighttime. Aber er hat nicht so geiles Ranged Skills. Wir bräuchten halt noch einen Bogendude. Er hat halt wieder Defense gut gerollt, das ist ganz nett. Landridge the Witch Hunter. Wir tryen den out. All Fatalities, er ist loyal. Warum hat er 3 Sterne in HP mit einem Low Roll auf HP, Alter? Und Meliske. Come on, Mann. Nee. So, wir wollten hier nach unten wieder zurück. Wir könnten im Retinue... Leute können wir nicht mehr anstellen, wir könnten noch einen Esel kaufen. Der kostet aber 5000, ne? Falls wir mehr tragen wollen. Das wird uns halt mehr Optionen geben, ein bisschen flexibler zu sein mit Ausrüstung und sowas, ein bisschen mehr auf Reserve dabei zu haben. Wäre schon ganz nice. Insgesamt. So. Ambush Trade Routes. Ja, 280. Da sehe ich mich doch. 700 für die Farben, die hier hergestellt werden. Alter, ihr habt doch einen Arsch offen. Die Dinger will ich sowieso nicht haben. Die geben euch mal. Da ist noch so ein Teil. Ja. Ein Falchion. Ba-ba-ba-bam. Also bei euch ist gerade irre, was hier alles kostet. Ein Armorer wird wahrscheinlich genauso teuer. Ja, das ist alles doppelter Preis. Doppelter Preis, Junge. So, 930. Bleibt bei 930 zu Dammwald nach Nordwesten. Dammwald war eigentlich ganz gut, weil da gibt's Holz. Eine Karawane dahin wäre ganz geil. 2500? Lindwurms. Nee. Danke. Danke, aber nee. Komm, dann nehmen wir die Karawane nach Dammwald. Accept this contract. Wollen wir hier noch ein paar Leute tryouten? Wir haben jetzt 7000. Oh, ja, du warst... Nee, du bist ja auch mit der Militis. Nee, ich habe mal gerade getryoutet, oder? Du bist schon ewig hier, glaube ich, einfach. Dich haben wir auch schon getryoutet. Hier ist ein Hunter. Hunter sind eigentlich richtig gute. Also der fängt ja mit 58 an, aber er kriegt wenig. Bloodthirsty und minus Experience. Der entwickelt sich auch langsam. Nee. Historiker, Karawanenhand, Rupert the Militia. Ich glaube, die Militia ist schlechter als eine Karawanenhand, oder? Bin ich gerade doof. Mehr HP, mehr Fatigue, gleiche Resolve ungefähr, 100, gleiche Initiative. Ah nee, die Militia hat ein Punkt, oder nee, im High-Roll einen höheren Melee-Skill, deswegen ist er teurer. Und eine bessere Defense. Deswegen ist er teurer. Die 3 Sterne in Resolve brauche ich nicht unbedingt.
Ansonsten wäre es ein Nimble-Ding. Nee. Wobei, wir können doch hier, den können wir noch tryouten. Ja, okay, nein. Lass mich in Ruhe, und vor allem ist er auch noch besoffen. Nee, dann nicht. Armorer war hier ziemlich teuer, ne? Ja, das wollen wir also nicht. Und wir hatten eine Karawanenmission angenommen. Let's go. Xeli the Third asked you to enter Bragger the Warthog into a local dogfighting circle. That sounds like an awful idea. But the man goes on to explain that a lot of money stands to be made in dogfighting. All the doghandler needs is an ante of 200 crowns. Wollen wir Xeli fighten lassen? Mit unseren Hunden. Nee, ich mag meine Hunde eigentlich zu sehr. Ich finde auch Hundekämpfe echt dumm. Nee, that's not going to happen. Und mir fällt gerade ein, wir müssen Sonics ja noch den Beinamen geben. So, Sonics the Witch Hunter. Genau, du bist jetzt verletzt. 2 bis 4 Tage. Oh, wir hätten vielleicht dich noch heilen sollen. Ja, wir hätten dich vielleicht noch heilen sollen. Das wäre smart gewesen. Weil ich glaube, du hast sogar ein bisschen Minus-Skill. Ah, du hast nur Minus-Fatigue. Minus-Fatigue ist mir egal, weil du willst hoffentlich überhaupt keine Fatigue aufbauen. Großartig. Wir reparieren. Ja. Hier nochmal reingucken. Gibt es hier was Schönes? Wie sind die Preise? 17. Ist nicht so geil. Was gibt's hier? Ich brauche halt eigentlich nichts kaufen, weil ich keinen Range-Dude habe. Da ist ein Bogen-Dude. Da ist ein Poacher. Karawanenhand. Wir werden nach Range-Dudes suchen müssen. 48 von 49. Ja, hab schlecht. Bleeder. Nee. Plus Initiative. Minus Resolve and Moral Checks against 4 Panic or Mind Control Effects. Ja, und. Aber dafür ist es generell zu niedrig. Was machst du so? 49. Du hast einen Max-Roll und einen Stern da drin. Das heißt, glaube ich, 1 bis 3 ist Melee, 2 bis 4 ist Ranged Skill. Das heißt, du kriegst 3 bis 4. Boah, nee. Dafür ist die Base, glaube ich, zu niedrig. Vor allem hast du halt super viel. Nee. Da sehe ich mich jetzt nicht. Nee. Wo war ich hin? Achso, da oben, Dammwald. Genau, Holz und so holen. Ach, 9 Brigands? Ja, kommt ran, Leute. Let's go. Bisschen kämpfen. Fight. Ja, ihr dürft erst mal rankommen. Wir wollen euch nicht zu früh. Ihr habt schon keinen Bock mehr. Kommt überhaupt keiner ran von euch? Ah, doch. Da ist doch einer, der sich traut. Sehr schön. Wir warten mal noch. Okay, du kommst auch. Sehr schön. Let's go. Ja, da! Seid auch dabei! Sehr gut! Ein paar von euren Jungs haben wir doch Eier in der Hose. Du wirfst, von daher können wir uns vor uns dich stellen. Diese Runde werden wir eh nicht angreifen, von daher können wir das so machen. Du gehst damit hin. Gegen den. Du sollst keine Range Attacks machen. Ja, schade. Das wäre schon mal besser gegangen. Boah, nice. 60. Ah, schade. Bam! Ins Gesicht. Geil. Schießen oder Hund? Schießen, glaube ich. Nice, Sonics, Alter. Der hat aber auch eine 84er Range Skill inzwischen. Das ist einfach ein guter Dude. Einfach ein... Au! Mitten hier drin! Hey, Spiel! Ich habe ihn nur einmal kurz gelobt. Lass mir den leben.
kommt halt der Typ, schießt einfach mitten rein, durch alle durch. Oh Mann, ey. Ich hoffe, dass es nicht nochmal passiert. Moment, du bist auf Reichweite. Scheiße, ich muss hier raus, weil der ist auf Reichweite für den Attack. Da, der hätte ihn attacken können direkt. Wer bist du? Du bist Roadfader. Du bist gar nicht so unser Damage-Dealer, von daher machst du einfach mal so und machst einen Piekser. Au! Könnt ihr aufhören, irgendwie mit euren scheiß Armbrüsten auf meine Dudes zu hacken, ja? Bist noch dran irgendwann? Ne, mach die einfach rund hier. So, zack. So, und bevor hier nochmal was passiert, gehst du jetzt dahin, dass der schon mal nicht mehr schießen darf. Und der blutet sich tot. Oder stirbt komplett. Zack. 59. Batz. Hast keinen Bock mehr, ne? Tja, das ist ja blöd gelaufen. Ich hab noch Bock. Oh, wir tauschen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Jetzt geht der Hund auf den mit. So, jetzt haben sie ja keinen Range-Dude mehr. Jetzt kann er wieder ran. Und ihm eingeben. Ach, Sonics. Das haben wir schon besser gesehen. Der wartet, der Range-Dude. Overwhelmen wir den mal. Du bleibst hier. Du kommst denn nicht mehr irgendwie dran mit Schießen. Ich will meinen Sonics da hinten behalten. Den gibt's noch, ne? So, der blutet auf jeden Fall aus. Oder wir töten ihn einfach, um dann nochmal anzugreifen. Das ist so. Alter. Dieser Sacred Mann. Der schnetzelt so viele Leute rund, ey. Das ist so geil. Schön dahinter verstecken. Yes. Noch ein schöner Hit bei der Flucht. Ey, ich habe Hunde. Du kommst, glaube ich, nicht so einfach weg, mein Freund. Auch wenn der jetzt keinen Hund mehr hat. Der hat auch keinen. Da kann ich komplett laufen. Du hast auch keinen Hund. Auch kein Hund. Der hat noch einen Hund. Wie weit darf ich gehen und dann den Hund noch einsetzen? Hier. Zack. So. Hund hat ihn. Hier wird nicht gelaufen. Verstanden? Vor allem ist er eh noch nicht am Fliehen. Der hat noch keine weiße Fahne. Nee, nee. Ich gönn mir den. Ja, der nächste Hund hat ihn auch noch direkt. Geil. Bam. Bam, 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 bam. Bisschen Jolt, bisschen Loot, nehmen wir alles mit. Wie geht's unseren... Okay, du gehst jetzt wirklich mal in die Reserve. Die nächste. Minus Fatigue. Du hast zweimal Pierced Chest und Pierced Side. Du hast halt gar keine... Du hast 9 Fatigue. Nee, warte mal, du hast 55 Fatigue, aber... Mir geht's nicht so gut, sag ich mal. Mir geht's nicht so gut. So, was wollte ich mit dir machen? Battleforge Tank, I guess. In den 3er Willi-Skill roll mit. Das heißt, du kriegst auf jeden Fall Brawny. Wobei, du hast halt schon echt... egal. Kriegst... Oder Shield Expert. Ich glaube, Shield Expert erstmal für mehr Defense. Dann überlebt dann die Xeli nämlich länger. Geil. Läuft. Also heute hat man richtig harten Progress in dem Stream. Heute ist richtig hart geprogressed worden schon. Klar, das Spiel kann mir jetzt nochmal alles wegnehmen, aber ich gehe nicht davon aus. Hallo Dammwald. Wir bringen gute Sachen mit. Aber ihr schlaft schon alle, ne? Okay, Bergau. Ja geil, direkt Karawane zurück. Perfekt.
Wir werden aber noch mal kurz warten bis zum nächsten Tag, weil wir hier noch das Holz mitnehmen wollen. Und generell, was haben sie so well supplied? Nichts Spannendes, aber hier 154 für Holz. Nein, die Karawanenmission ist weg. No! Die Karawanenmission ist weg. Dadam. Das ist frech. Okay, was ist die Mission? Wieder schon, wahrscheinlich wieder eine scheiß 500 in Advance, 1900 wenn dann. Kill Marauding Greenskins. Ja, eigentlich müssen wir das auch nochmal machen, ne? Wenigstens so einen von den Aufträgen. Marauding Greenskins und Westernholz. Dann nehmen wir halt das und gehen zu Westerholz. Gucken wir mal, ob wir das Holz direkt bei der nächsten Stadt wieder verkaufen können. Westerholz, Marauding Greenskins. Das könnten jetzt Orks sein, das könnten aber auch Goblins sein. Bei Goblins bräuchte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Gegengift noch. Moment, was denn hier? Mustering Troops. Less Items for Sale. Kaufen höher, verkaufen für mehr. Niedrigere Rekruten. Also hier ist Rekrutenmusterung. Okay. Okay. Die Jacked Fangs sind nicht so wahnsinnig spannend bis jetzt gewesen, was ich mit denen machen konnte. Acid Saliva. Hier geben wir euch ein paar Schilde, wenn ihr das so gern wollt. Oh, halt, das war dumm. Ich sollte die erst reparieren, bevor ich die verkaufe. Die sollte ich alle erst reparieren, bevor ich die verkaufe. Hier auf jeden Fall auch. Bei dem. Nee, die Stufe 1 repariere ich nicht. Aber guck mal, ich habe euch ein bisschen was mitgebracht, was ihr haben könnt. Wenn ihr einen guten Preis habt. So. Bisschen Sachen verkauft. Achso, hier haben wir noch die komischen Quiver of Bowls. Ja, die brauchen wir tendenziell weniger. Wir können das ja auch direkt wieder verkaufen für fast 100 Gewinnen. Geil, nehme ich. Nehmen wir noch ein paar Schilde weg, weil so viele Schilde brauchen wir echt nicht. Brauchen auch nicht so viel von dem Zeug. Ja. Jop, 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 jop. Nehmen wir noch eins davon mit dafür zum Reparieren. Armorer. Ja, hier ist halt. Ja, 60% Ruf. Nee. Nee. Und es gibt doch keine guten Items. Dann gönne ich meinen Leuten aber nochmal eine schöne Variante. Gucken wir mal in Tannheim vorbei. Auf dem Weg. Ich wäre gerade ein bisschen cocky. Ich habe das Gefühl, die Greenskins werden mich gleich zurechtstutzen. Public Execution. Okay. Pierced Chest. Wie lange noch? 1 bis 2 Tage. Dann werden dich brauchen. Deswegen heile ich dich nochmal. Wir werden dich brauchen. Hier gibt es für drei. Also gibt es jede Menge Holz, aber für 300? Ihr habt doch einen Arsch offen. Und kauft Sachen für 10. Jetzt ist das absolute Katastrophe. Dann gehen wir mal jetzt Grünhäute jagen. Hatten wir da irgendwie Probleme bei manchen von unseren Leuten? Muss ich kurz mal gucken. Ja genau, hier Greenskin. Ben mag keine Greenskins, dann wirst du ausgetauscht für Ricky. Der hat damit nicht so ein Problem. Felix hat, schon, der hat das schwache Herz, deswegen hat er so wenig HP. Läuft aber bis jetzt noch ganz gut. Sonst noch jemand Problem mit Greenskins explizit? Ne, du bist bloß short-sighted. Nope, nope, nope. Hate for the Undead. Ne. Achso, ja. 116. Ist so krass, die Resolve von John. 120 Resolve fast. Lonely Tree is fallen from the skies and skewed himself there at the trunk. There are 2 dead donkeys. Further along, a car wrecked from all sides. Its wheels bitten split cargo and goods are strewn everywhere. An old campfire licks around, looking for something to stay alive as it shrinks even smaller. This is a work of greenskins. You've no doubt it won't be long until you. Das sind aber Goblins dann, oder? Wenn die Karawanen überfallen und Leute aufhängen, würde ich sagen, dass es Goblins sind. Trading-Karawane.
Okay. Irgendwo müssen wir... Okay, 170 ist schon mal ganz gut. Ich hätte vielleicht sogar warten sollen, bis die Greenskins platt sind. Dann wird es wahrscheinlich noch besser. So ist die Frage halt, wo die Greenskins sind, ne? Around Westernholz. Das sieht doch gut aus, oder? Spuren gefunden. Goblin Raider. Goblin Ambusher, Goblin Skirmisher. Wir brauchen auf jeden Fall unser Gegengifte. Sinnvoll verteilt. Wir haben hier ein Gegengift. Du bist in Reserve. Du gibst mal das Gegengift her. Will Heal by Tomorrow. Würde ich, glaube ich, ganz gerne weiterhin einsetzen. Du benimmst das Gegengift da auf der Seite. Weil sonst haben wir hier, glaube ich, keine Gegengifte. Wait. Achso, ja. Nee, klar. Hier immer noch ein Gegengift. Wir haben die Backline hat die Gegengifte. Okay. Wobei Nacht... Many some Goblin Ambushers. Bei Nacht wäre, glaube ich, ganz geil. Immer gar nicht dich nehmen, sondern tatsächlich lieber den, der Angst vor Greenskins haben. Und Sir Tillux kriegt nochmal hier einen Gegengift. Wobei, nee, das ist schlecht, weil das, die hat schon, John hat schon ein Gegengift. Dann kriegst du ein Gegengift. Du sollst eine Weile überleben. Dann würden wir den bei Nacht angreifen und haben weniger ranged als die. Aber deswegen ist es bei Nacht ja vollkommen okay. Die kommen tatsächlich ran. Ah, sie wollen uns aufhalten. Wer bist du? Ben, du sollst theoretisch ein bisschen hinten bleiben. Road Fader. Oh, hallo. Nein, das ist der Falsche. Ugh. Du bist Felix. Gehst mal dahin. Masumodo setzt sich hier hin. Xili geht dahin. Da können sie nicht beschossen werden, was ziemlich awesome ist. Hierhin vielleicht, um die Leute zu buffen. Oh shit, das war schlecht. Da bin ich eigentlich zu weit gegangen. Die haben halt wirklich viel Range und ich hoffe, bei Nacht werden sie nicht treffen. Weil die halt immer vergiften sonst mit ihrem scheiß Bögen. Also ich muss sie hier komplett umgehen. Der hat eine Ranged-Sache. Oh, der hat nicht vergiftet. Und sowas machen sie halt auch. Werfen dir Sachen an den Kopf. Hört auf zu werfen, ihr Schweine. Ich hätte einen Hund noch einsetzen können, fällt mir gerade ein. Oh, habe ich gerade gesehen. Das war nicht so smart. Ja, der tritt gerade jetzt schon ganz schön. Aber es ist zum Glück zur Tillux, der geht nicht so viel auf den... Ich glaube, das Gift geht nur, wenn es durchgeht durch die Rüstung. I guess. Okay, der muss auf jeden Fall Shield wollen als nächstes. Er trifft viel zu viel. Obwohl er einen Höhenvorteil hat teilweise. Oder zum großen Teil. Hallo Overwhelm. Kannst du sogar noch eins weitergehen, weil der noch die Fernkampfwaffe draußen hatte. Okay, der kommt ran. Du bist noch dran nach ihm, ne? Du wartest deswegen mal kurz. Das ist, glaube ich, ein Fernkämpfer sogar, den jetzt angegriffen hat. Das ist sehr, sehr nice. So, wir helfen dir mal raus. Ach, fuck you. So. Du machst den Schritt hier rein, um ihn anzugreifen. Das heißt, du musst auch hier rein. ...25 ist halt nix. Okay, komm. Du wechselst und du wirst auch in den Nahkampf gehen. Weil der viel besser funktioniert. So, Shield Wall. Und du bleibst gleich mal hier stehen, erstmal kurz. Oh, fast tot, Alter. John! Uiu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 
Da darf er nicht angreifen, aber da darf er angreifen. Ach, dammit. Schade. Nicht gehittet. Ja, das ist das erste Gift. Nochmal Gift. Das ist schlecht. Obwohl er hinter einer Deckung steht, ne? Also da ist direkt was daneben. Alter! Mach mal halblang! Der mit all diese Rauskommen-Skills. Das ist ja eklig. Der Hund attackt. Aua! Könnt ihr jetzt mal hier sterben, bitte? 47. Alter, komm schon. Der hat, glaube ich, keinen Bock mehr so wirklich, aber ist halt auch nicht so geil. Du hast mal noch außen rum. Ja, komm schon, jetzt nach dem Platt, ja, endlich. Wir steppen hier rein und greifen den noch weiter an. Hier dürfen wir nicht hin. Hier müssen wir aber hin. Und den kaputt hauen mit Sono. Alter, den trifft's halt nicht. Okay, du hast super viel gekriegt. Du heilst dich erstmal selber vom Gift. Und Blut ist auch noch, Alter. Blutung heilen. ...79, Bats! Sacred, Alter, guter Mann, guter Mann! Weg mit dir! Schade. Das sind halt die wieder die ganze Zeit dran, die machen halt super viel Actions erstmal, bevor ich überhaupt dran bin, ey. Also Action Economy kannst du mit den Hunden halt sehr, sehr gut für dich turnen. Sind sie am Laufen und können nur einmal schießen, das ist sehr, sehr gut für uns. Come on! Ach, come on! Endlich, der stirbt. So. Da komme ich nicht rein. Dann gehe ich auf den. Würde ich sagen. Da ist noch ein Platz frei. Von hier aus komme ich da hin. Yes. Hallo, du läufst. Okay. Goblin Ambusher. Du bist... Die Ambusher sind die... Okay, dann gehe ich auf dich. Oh, nice. Dann gehe ich auf dich. Den weg, sehr, sehr schön. Stellen wir sie da rein. Du bist halt vergiftet, ne? Aber ich glaube, ich habe kein Gift-Heal mehr für dich. Hallo. Es rennen schon sehr, sehr viele von denen. Doch, ich habe noch ein E-Mail-Gift-Heal. Nice. Nee, nee, nicht weglaufen. Ihr Goblin-Schweine. Verdammte Grünhäute! Immer das Gleiche mit euch! Unsere schönen Dörfer überfallen! Der fehlt noch, den haben wir nicht getaggt. Den müssen wir noch unten wegmachen. Okay, Hunde gehen da rein. Machen wir mal das. Wir kommen dahin zu dir. Sehr gut. Dann darfst du nämlich nicht mehr schießen. Dass der immer noch lebt, Alter. Sehr schön. Bam. Geh du mal da runter helfen. Und du auch. Am besten. Moment, hier ist noch einer. Wir dürfen nicht weglaufen. Wo ist der Glorious Scharfschütze, der Herr der Bogenschütze mit Zwinger der Grünen und König von Bellosonics? Den habe ich in die Reserve gesteckt, weil er ziemlich heftig verletzt war. Damit ich den behalte.
ist der in der Reserve. Der kann gerade nicht mitkämpfen. Okay, der haut echt ab, ey, die Sau. Die kommt da auch raus. Der haut auch ab. Die rennen jetzt echt weg, die Schweine. Nice. Aber stimmt, wir haben dadurch einen Hund weniger, glaube ich. Weil ich bis nicht ganz aufgepasst habe hier. Nice, Alter. Rotfeder. Ich sag nie wieder, dass du zu wenig Skill hast für irgendwas, ey. Holy shit. Ich sehe da nicht mehr ganz genau, wo die Gegner sind. Lauk. Wenn ich das Camera-Level so weit oben ist, ist es so dunkel. Wenn ich es runter mache, wird es heller? The fuck? Nee, du wurdest nicht ausgetauscht. Ich wollte einfach nur, dass du dich erholen kannst von deinen Verletzungen. Batz! Hallo? Guten Tag. Aber bitte nicht wegrennen so sehr hier. Nee. Nee, wir run them down. Ist ja nur noch einer. Ah, zwei. Never mind. Du hattest irgendwie zwei Verletzungen. Du hattest irgendwie einen Stich in der Brust und einen Stich im Bauch. Da dachte ich mir so, ja, vielleicht lass mich mal kurz sich erholen. Rotfeder direkt den nächsten. Alter, es ist ein Tier, der Junge. Einfach ein Tier. Geil. Solo Level Up. Let's go. Die ganzen Goblin Poison. Spider Poison used by Goblins. Can be used to coat your weapons and arrow tips. Ja, spannend. Ich glaube, ich habe nicht genug Platz, um das alles mitzunehmen, oder? Ja, schalte die Schilde. Die Schilde sind eh shit. Die geben bloß plus 10 und sind nichts wert. Passt. Hab, glaube ich, eh noch Schilde gekriegt. So. We are ready. Wir müssen zurück zu Dammwald. Das ist halt echt weit weg. Ich will mal kurz noch bei Westerholz vorbeigucken. Kurz zu dir, Sonix. Da. Du hast, ne, Pierce Chest und Pierce Zeit. Und ich habe dich sogar behandeln lassen gegen Geld. Also jetzt sag nicht, ich will mich nicht um dich kümmern. Wenn ich jetzt hier noch Vorhaltung krieg, wäre ausgetauscht. Es ging darum, dass es dir gut geht. Wieso hat Sono letzten... Achso, Sono hat wahrscheinlich eine Verletzung mit wenig Skill. Deswegen. So, plus 2 will ich auf jeden Fall haben. Ini brauche ich mehr. HP brauche ich mehr. So, jetzt können wir die Hammer Mastery mit ihm nehmen. Macht noch mehr Armor. Damage against Armor. Shatter. Destroy Armor. Less Fatigue. Die Fatigue ist relativ wurscht, weil wir nehmen fast nie die Destroy Armor Variante. Haben wir genug Initiative für Overwhelm? Könnten wir fast haben, glaube ich. Wir könnten fast genug Initiative für Overwhelm. Ah ne, hier Brawny brauchen wir nicht, weil wir Dodge haben. Wir wollen ja eh noch Initiative skillen, deswegen würde ich sagen, wir nehmen Overwhelm mit ihm. Damit ist. Aber ich schau dir jetzt noch eine ganze. Was? Schon eine ganze Zeit zu mir. Schließt das Ziel immer noch nicht, was genau ist das Ziel des Spiels. Das kannst du ein bisschen drüber erzählen. Ja, die Ziele setzt man sich so ein bisschen selber, würde ich sagen. Also, erstmal geht es darum, dass du dich ein bisschen aufbaust. Ne? Das ist ja eine zufallsgenerierte Welt. Und dass du mit deiner Söldnertruppe in deiner zufallsgenerierten Welt einfach überlebst. Irgendwie musst du auch stärker werden, weil die Welt wird mit der Zeit ein bisschen schwerer und immer weiter. Theoretisch habe ich hier oben ein langfristigeres Ziel, das ist das sogenannte Ambition. Die könnte ich auch canceln. Die ist aktuell, dass wir den Heiligen Krieg beenden, weil es gibt dann ab und zu Krisen, die auftauchen, in dem Fall der Heilige Krieg. Da wird hier drum gekämpft um... wo ist es denn? Irgendwo war hier so ein Orakel und hier ist dieser Fallen Star, den ich kenne. Und das wird gefightet. Mit den südlichen Städten hier unten. Ist im Krieg. Und eigentlich geht es nur darum,
deine Leute aufzuleveln, stärker zu werden, um stärkere Gegner zu killen, sich mit den Leuten hier, wenn du willst, verbünden. Du könntest natürlich auch sagen, okay, ich, ne, ein Nobelhaus zum Beispiel, da überfalle ich immer die Karawanen. Es ist so ein bisschen ein Choose-Your-Own-Adventure-Ding mit einer Söldnertruppe. Also du musst dir deine Ziele ein bisschen selber setzen. Und du musst halt dabei survivalen, musst ein bisschen deine Ressourcen im Blick behalten. Ja. Das ist noch nicht weg. Ach, come on, ich habe die Greenskins gekillt. Ah ja, dann ist es eh wurscht. Dann ist wurscht. Also von daher, ja, das ist es so ein bisschen. Ist halt Rundenstrategie und so ein bisschen Überleben in der Welt, seinen Weg finden, die man hier gekriegt hat mit Zufall. Das ist es so ein bisschen. Dabei geht's auch, ne, dabei wird man halt auch mal gefickt von RNG. Da geht es darum, damit umzugehen und dann auch wieder weiterzumachen. Können Xili hier nochmal, ja, hier kommt Xili Heilung. So, und auf jeden Fall wollen wir den Leuten immer was spendieren. Genau. 300, Alter. 300 und Scheißpreise. Ihr habt so einen Arsch offen. Moment, wir müssen erstmal in die Granitschanze, weil der hatten, glaube ich, noch Sachen gekauft zum Verkaufen. Ich glaube, er hat wieder Holz gekauft zum Verkaufen. Jawohl. Für 170 haben wir es gekauft, genau. Hier die ganzen Wurfkrams. Das brauchen wir alles nicht. Goblin Poison, weiß ich nicht. Sind die Waffen von den Goblins irgendwas wert? Nicht die Dagger. Die Speere auch nicht. Also nicht die Notch Blades, die Speere auch nicht. Das hier ist was wert, das werden wir reparieren. Und die ganzen Bögen glaube ich auch nicht. Also wir haben echt viel gelootet, by the way. Holy fuck. Können wir hier sinnvoll verkaufen? Ja, 20 kommen dann hier. Die ganzen Billigsachen raus. Hier die Notch Blades alle raus. Der ist, glaube ich, was wert da. Den werden wir reparieren. Achso, diese komischen Speere noch. Da. Achso, und hier die komischen Schilde können wir auch verkaufen, weil die eh nichts wert sind. Genau, dann haben wir doch die Sachen wieder losgeworden, die wir hatten. Achso, und hier kann aber gerade nicht viel kaufen. Und es ist relativ teuer, weil Musterung und so. Ja, nee, das ist doof. Und aktuell sind wir echt auf einem guten Weg. Wir hatten zwischendurch echt eine heftige Durststrecke, wo ich versucht habe, in dem Heiligen Krieg mitzumachen. Und heute war halt erstmal, wir müssen unsere Leute leveln, wir brauchen wieder Kohle für Ausrüstung. Das ist das Ziel. Das haben wir jetzt gerade zum Beispiel wieder richtig gut gemacht. Mit fast 2000. Wir haben jetzt fast 10.000. Das ist richtig gut. Wir waren mal bei fast 0. Wir waren, glaube ich, sogar im Minus zwischendurch. Karawane kann nicht weit sein. Zu Tannheim. Das ist halt dahin, wo wir gerade waren. Wo es übel teuer ist. Bin ich jetzt nicht so erpicht da drauf, ehrlich gesagt. Bin ich nicht so erpicht da drauf und ja, holen. Wir haben hier noch 4 Tage Ration. Wir können aber mal ein bisschen zumindest Wurzeln mitnehmen. Eins davon so über die 50 würde ich bei Tools and Supplies immer ganz gerne kommen. Ja. Was gibt's hier an Leuten zum Rekrutieren? Wildman. Iron Jaw, the Threshold of the Injuries, ist, der nimmt weniger, der isst weniger und der nimmt weniger Verletzungen. Hat aber minus 4 Range Defense, das ist echt ein bisschen bitter. Resolve ist gut. Melee Skill ist okayisch. HP sind echt gut. Ja, ich bin kein Fan von den Verteilungen, weil wir brauchen nicht, eigentlich nicht Fatigue und Innie. Nicht wirklich. Außer wir machen ein Fencer aus einem Wildman, was irgendwie gar nicht zusammenpasst. Was ist denn der Wildman hier? Less Fatigue each child travel. Das ist sehr, sehr gut. Und nochmal Spartan. Ja, die Defense von ihm ist halt shit. Das ist sowas die Nachteil von Wildman. Er hat wieder gute HP. Okayisch, der Rest. Ja, nee, irgendwie nicht. Nicht so begeistert davon. Was mit dir? Was hast du? Plus 5 Melee Defense. Das ist immer sehr gut.
Huge. Melee Damage minus Melee Defense. Okay, dann hast du plus minus 0. Hast aber dafür extra 10% extra Damage. Würde sich anbieten für einen Zweihand-Typen, der halt sozusagen wartet, bis die Leute im Kampf sind und dann an der Seite einen Step reinmacht, zuschlägt und hoffentlich der Typ vor sich killt. Dafür ist er auch relativ günstig, witzigerweise. Aber er hat keinen guten Skill, er hat keinen guten Melee-Skill und auch kein Talent da drin. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Alter. Ich hab gerade gesagt, ne, Fatigue und Ini will ich irgendwie nicht haben. 3 Sterne Fatigue, 2 Sterne Ini und 2 Sterne Resolve. Fuck you. Und dann futtert er mir auch noch die Sachen weg. Nee. Danke. Danke, aber nein, danke. So, dann nehmen wir hier die Sachen nach Tannheim. Ja, let's go. Trading Caravan, ne? Da müsste eigentlich Fight auch drin sein. The Ancient City has fallen under control of the Southerners. Ich hab keine Ahnung. Also hier ist Dragging On. Ich weiß nicht, ob ich mich hier einmischen muss, um zu beenden. Food Essentials, also no. Okay, wir haben sehr schön verteilt, ne? Ganz viele unterschiedliche Essensarten. Und da freuen sich unsere Leute drüber. Das ist alles, was wir hier sozusagen erfahren. Wir essen wie die Adligen. Sehr gut. Da freuen sich immer drüber. Da sind 12 Brigands. Let's go. Sollte eigentlich kein... Oh, ich habe Sonics nicht wieder aufgestellt, oder? Ja, wobei es eh im Wald, Sonics gar nicht so viel. Doch, da an den Engstellen wäre schon geil gewesen. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Nicht so smart gewesen. Nicht ganz so smart. Den muss ich wieder reinnehmen. Da wurde ich jetzt ein bisschen abgelenkt. Das war keine Absicht. Okay, unten ist anscheinend die Hauptmacht. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie verteidigen. Noch einen Tag Urlaub. Ja, bezahlter Urlaub. Sei froh. So, du gehst auch mal so hier in die Richtung, würde ich sagen. Ihr beiden übernehmt hier oben den Durchgang. Ricky und Ben, glaube ich. Ja, genau. So, und die anderen, würde ich sagen, bewegen sich hauptsächlich hier runter. Kann ich zur Tillux bis hier? Ja, sehr gut. Zur Tillux bis dahin. So, let's go. Hallihallo. Also, bist du so ein paar arme Hänschen, ne, die mit ihren Lederklamotten da rumrennen. Stehen dir so Leute gegenüber, voll bewaffnet, Metallschilde, riesige Waffen, werfen dir gleich die Wurfsperre ins Gesicht. Du so, mit deinem selbstgebastelten Holzflegel da. Oder dem Fleischermesser. Ja, nice. Let's go. War ja richtig gut. Ben, hast du ein bisschen Defense? Du hast schon ein bisschen Defense. Aber du kommst nicht bis dahin. Nee, dann warten wir mal. Die haben sich irgendwie nicht gut platziert, würde ich sagen. Du kommst auch nicht bis dahin. Da kann ich nämlich hauen. Wenn ich dahin gehe, kann er einen Schritt vormachen und mich hauen. Das will ich nicht. Nee. Nee, nee, nee. Den machen wir nicht. Oh. Der ist dann hittet. Das finde ich besser. Können wir jetzt da reingehen, hoffentlich. Guten Tag. Oh, der ist gefährlich. Zweihandwaffen immer schlecht. Also immer fies. Von den Gegnern aus, sozusagen. Der hat schon gar keine Fatigue mehr. Alter, what? Oder keine AP mehr? Batz! Batz! Wirf ihn ab! Jawohl! So. Oh, der ist einfach... Okay. Nein, der kann nicht weiter angreifen. Shit, nee, dann zurück. Da habe ich mich vertan. So, jetzt will ich mit Ben wahrscheinlich da rein. Den schon mal einen geben. Und der andere muss noch eins über mich drüber laufen. Der muss dahin laufen. Ricky und Ben, wir machen da jetzt Tag-Team-Action da oben.
Sehr schön, er hat nicht getroffen. Er hat nämlich nur einen Attack pro Runde. Wow. Wow. Gießen wir nochmal neuen Tee ein. Also Brigands sind inzwischen gute Opfer für mich, sage ich mal so, ne? Sind wir mal ehrlich, die beiden haben keinen Bock mehr, die rennen. Sehr gut, einfach nur weil Sono neben sie gegangen ist. Overwhelm. Der macht einen Rundumschlag, trifft aber niemanden. Sehr schön, der ist dead. Wir gehen mal hier rein. Aber wir werden den Hund noch benutzen können. Na gut. Lass mal den mal ein bisschen bluten. Den und den. Dann gehen wir noch ein bisschen rum. Und Batz, dann eine Verletzung. Ah, das ist aber schade. Also langsam waren die Leute echt ganz gut dabei, glaube ich. Wenn sie nicht jetzt wieder gesnackt werden. Das ihn der blutet einfach. So, Platz. Schmeißen ihn mal hier runter. Sehr schön. Den kann er nämlich nicht mehr da oben rumjuckeln. So, und wir gehen mal hier rum. Auf euch da. Ja. Gefährlich, gefährlich, was ihr hier macht, ey. Meine Fresse. Werfen wir dir noch einen an den Korb? Ja, geil. Platz gemacht. Sehr schön. Dann kann nämlich Sotilux hier durchmarschieren. Batz. Batz. Nicht weglaufen. Nein, nein. Das ist schlecht für euch. Wer wegläuft, wird geklappt. Und wir haben auch ganz gute... Oh, ganz gute Resolve bei den meisten jetzt. Der ist sehr früh dran, by the way. Das ärgert mich ein bisschen. So, da hoch und Batz. Wir haben jetzt eigentlich den Vorteil auf unserer Seite. Also einen Höhenvorteil meine ich natürlich. Bist du noch dran? Du bist noch dran. Lass ich mal kurz durchlaufen, bevor ich den Bannerlord nachziehe. Rennt er jetzt? Ne, er ist auf Breaking, nicht auf Fleeing. Jetzt ist er auf Fleeing. Nice. Ah, ich kann dich unten stehen lassen. Dich auch. Dich auch. Dich auch. Perfekt. Nice, 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 nice. Give me the loot. Wieder Level-Ups, glaube ich. So, jetzt müssen wir hier mal Ben. Du hast Perks bis jetzt Nimble, also Defense. Inni, plus 5, ist richtig geil an der Stelle. Und Skill. So, Relentless heißt, dass du weniger Inni-Strafe kriegst. Oder halt, nee, wir machen Relentless. 50% von unserer Fatigue, die wir haben, wird sich nur auf unser... Wirkt sich auf unser... In addition, using Wait Command will no longer give you a penalty to initiative in the next round. Ah, das ist sogar richtig gut. Dann, wenn du eine Runde wartest, kannst du in der nächsten Runde wieder schnell agieren. Das ist natürlich richtig geil. So, das tauscht natürlich mit Sonics aus, weil... Ne? Und die Hunde wollen wir aber im Kampf behalten. Sonics hat noch einen Hund. Kriegt Ricky einen Hund. Da. So. Nee, nee, nee. Das ist alles nicht zu reparieren. Alles nichts zum Reparieren. So, wir haben noch ein Level-Up mit Ricky, der auch einen Nimble-Tank wird. Nochmal plus 5. Alter Falter. Und plus 3 HP wahrscheinlich. Wollen wir haben. Hier genauso Relentless. Würde ich sagen.
weil wir das auf jeden Fall brauchen. Jupp. Und dann geht's weiter. Ja, die Südländer kontrollieren vor uns da. Mhm. Even though you've marched through plenty of forests, this one's Ridescapes has you impressed. No doubt the usual Woundsland is loving a return to the tree's thick domain. Ah, der ist ja ein Hunter, ne? Der mochte den. Der kriegt einfach einen Bonus, wenn wir durch den Wald laufen. Finde ich gut. Finde ich eine gute Option. Gönne ich ihm. Gönne ich ihm von Herzen. Wie ist denn hier der Preis? 16. Ja gut, da kann ich trotzdem die Billigsachen raushauen für den Fall, dass wir bessere Sachen kriegen. Würde ich sagen. Hier sowas. Braucht kein Mensch. Also, Brigands halt. Sind ja keine Menschen, wissen wir alle. Da haben wir noch was zum Verkaufen. Wir können gucken. Das würde ich gerne noch. Die würde ich gerne noch reparieren. Short Sword. Das Ding. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich die billigen Sachen alle verkauft. Hier gibt es günstig das zum Einkaufen. Muni haben wir hier noch. Hier habe ich schon jede Menge Holz hingebracht, wie man sieht. Hier gibt es einen Armorer. Der, achso, hier ist immer noch. Nee, eigentlich hat sich das wieder beruhigt, aber Weaponsmith und Armorer haben hier nichts im Angebot. Außer ein Billhook. Billhook Stufe 3 Paularm ist schon auch ganz geil. Dass das mit Sacred die ganze Zeit aufräumt. Achso, ja, wir haben jetzt jede Menge Essen, aber wir brauchen gar kein Essen, fällt mir gerade so auf. Weil wir eine fucking Karawane sind. Gut, dass wir dann so viel Essen haben, was jetzt verfallen wird. Erstmal wieder Leuten einen ausgeben. Und ich würde sagen, das war's erstmal für jetzt. Wir haben einen relativ langen Stream gemacht. Und wir sind echt gut vorangekommen. Also wir haben richtig gute neue Rekruten gefunden, wir haben richtig viel Kohle gemacht, wir haben bessere Rüstung gekauft, wir haben fast 10k oder jetzt 8,5k auf der hohen Kante, wofür wir wieder neue Ausrüstung kaufen können. Das sieht insgesamt sehr, sehr gut aus gerade. Ne, ich war vielleicht ein bisschen überambitioniert letzte Woche mit meinen Ideen, hey, wir machen mal beim Heiligen Krieg mit. Da war ich echt noch nicht gut drauf vorbereitet. Entsprechend schief ist das Ganze gelaufen. Ja, aber... Das passiert halt mal.